Und deswegen darf ich euch ganz herzlich begrüßen und vor allen Dingen unsere tollen drei Referenten und natürlich auch alle Interessierten. Die letzten Sommerabende werden noch so intensiv genutzt, dass wir schon einige Rückmeldungen bekommen haben. Ist doch schön, dass ihr das aufzeichnet. Dann gucken wir uns das an und genießen heute Abend noch den lauen Sommerabend am Baggersee. Schön für die anderen, für uns. Wir machen das Beste draus und gehen dann einfach morgen an den Baggersee. Von daher willkommen zur dritten Session unserer Start-Bonus-Roadshow. Heute soll es ja insbesondere darum gehen, um die dritte Phase, die Begleitphase, die sich vor allen Dingen auszeichnet durch das starke Netzwerk, was insgesamt oben FutureSachs mit allen tollen Partnern zur Verfügung steht. Für die, die das erste Mal dabei sind, den ersten Berührungspunkt, und da wissen wir ja schon alleine von dreien, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze, warum jetzt diese Förderung ja, verbunden ist auch mit dem FutureSachs. In Sachsen ist einfach FutureSachs als ja, Innovationsplattform des Freistaates Sachsen als zentraler Ansprechpartner positioniert und das nicht, um vereinnahmt wirken zu wollen, ganz im Gegenteil, sondern um die ganzen starken Akteure, die es in den Regionen, die es in den einzelnen Bereichen gibt, transparent und sichtbar zu machen. Also zum einen natürlich die ganzen Gründer, potenziellen Gründer oder auch Transferakteure, aber auf der anderen Seite, und das ist was Sachsen auszeichnet, die Vielzahl an tollen Multiplikatoren. Deswegen werden wir heute einfach auch die Roadshow wieder mit ganz starken Partnern machen, Ja, ich muss weil es bei zurückkommen. uns halt wirklich so intensiv Alles gelebt wird. klar. Warum? Um einfach immer wieder neue Impulse zu setzen, denn Innovation ist das, was wir in Sachsen leben und lieben. Und was nicht nur zuletzt aufgrund der starken Forschungslandschaft, aber eben auch der tollen kleinteiligen Unternehmensstruktur möglich ist. Denn wie wir alle wissen, Innovation entsteht an den Schnittstellen von Branchen und Technologien. Aber dafür muss man ja wissen, wen es und wo es alles so gibt. Ja, für wen machen wir das? Ich hatte es schon ein bisschen erzählt. Zum einen für die Gründerinnen und Gründer, zum anderen für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Natürlich darf die Forschungslandschaft nicht fehlen. Und wie es zum Wachstum dazugehört, irgendwann spätestens, wenn man den nächsten Entwicklungsschritt geht, gehört auch das Thema Kapital dazu. Und weil wir ja einfach auch in der Zukunft denken und die nächsten Generationen mit einfließen lassen wollen und das bestenfalls schon bevor sie sich entscheiden, einen Beruf zu lernen beziehungsweise ein Studium zu beginnen, die nächste Generation, die seit Anfang dieses Jahres mit im großen FutureSachs-Netzwerk ist, das sind die 14- bis 17-Jährigen. Insgesamt sind es jetzt um die 8000 Akteure, die sich im FutureSachs-Netzwerk tummeln, sachsenweit, branchentechnologieübergreifend. Denn ein großer Mehrwert liegt ja einfach auch in der Kombination der Städte sowie aber auch der ländlichen Regionen. Wir tun das über um die 50 Events innerhalb der Zielgruppen übergreifend, kleine wie große, impulsseitige, informative, aber eben auch sehr arbeitsintensive und eben auch solche Online-Events, um einfach ja, Informationen zu geben und Fragen zu beantworten, rund um beispielsweise jetzt die Gründungsförderung in der Startbonus. Darüber hinaus gibt es dann die drei Staatspreise, die wir im Auftrag des Wirtschaftsministeriums ausrichten dürfen. Die Staatspreise für das Thema Gründen, Transfer, aber auch für die etablierten Unternehmen, also Innovation. Und hier schon kleine Info vorab. Am 30.11. wird es wieder soweit sein. Wir werden die neue Wettbewerbssaison einleiten. Und weil wir die Session 3 haben mit den tollen Partnern aus Chemnitz, wir wollen das am 30.11. in Chemnitz tun. Das wussten die Kollegen jetzt auch noch nicht, aber jetzt wissen sie es. Genau. Das heißt, Party. Wir prüfen und gucken und wir wollen es unbedingt und gerne als Präsenzveranstaltung machen. Ja, wir arbeiten hart dran und hoffen, dass wir dabei auch weitere Infos geben können. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit ganz viel gesprochen über unsere tollen Partner und wer schon im Netzwerk aktiv ist, weiß auch, dass wir das wirklich vom Herzen her so leben und wissen um diese ganz, ganz wichtige Unterstützung in den Regionen, denn insbesondere im Gründungsprozess ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dort tolle Partner dabei zu haben. Ja, als Beispiel herausgegriffen, einfach weil es auch die Referenten des heutigen Abends mit sind es die Gründerinitiativen, die ganz speziell für Sachsen sind und auch ein großes Aushängeschild sind, auf die sind wir sehr, sehr stolz. Dann haben wir heute von Saxid die Frau Dr. Susanne Schübel dabei, aber natürlich auch die Industrie- und Handelskammern, genauso wie die Handwerkskammern, muss man natürlich klar, es ist ja eine Kammer, die zwangsläufig irgendwann für einen in Erscheinung treten. Aber es ist ja ganz gut, bevor der Bescheid kommt und man halt einen Beitrag leisten muss, auch zu wissen, dass man sie im Vorfeld schon intensiv nutzen kann. Und deswegen freuen wir uns ganz sehr, dass der Sebastian Gläser von der IHK Chemnitz heute auch mit dabei ist.
Und einfach um es komplette zu machen, möchte ich trotzdem schon unseren dritten Referenten jetzt mit vorstellen, auch wenn es kein Unterstützer ist im Sinn von der Begleitung, Beratung, aber ein ganz wichtiger Unterstützer, was den Erfahrungsaustausch betrifft. Denn nichts ist besser, jemanden zu fragen, der es selber schon mal gemacht hat, nämlich ein Gründer am besten. Das ist der Manuel von Zwiebeln. So, und das soll eigentlich der Vorrede auch schon reichen, denn wir wollen ja über die Gründungsförderung für eure Fragen sprechen. Und deswegen an der Stelle einfach noch der Appell, egal was euch interessiert, alle drei, die ihr hier auch noch seht, rechts und links von uns, haben indirekt zugestimmt, auf jede Frage Antworten zu geben. Also nutzt das bitte, nutzt die Chatfunktion, schreibt das. Wenn er sagt, schreiben bin ich heute zu voll, dann ruft einfach an. Nein, aber letztlich alle Fragen, die ihr habt, auch wenn es die ersten Sessions noch betrifft, also sprich den Bewerbungsprozess, könnt ihr das natürlich gern tun. Der Heinz Buggenbrodt, unser Man of Innostadt Bonus, wird dann auch nochmal drei, vier Sachen sagen. Aber bitte, es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden soll. Jetzt aber unmittelbar in den ersten Punkt unseres Abends heute. Und zwar freuen wir uns, dass Sebastian Gläser zum einen erzählen wird, was man denn alles so bei der Kammer nutzen kann. Und kann ich euch wirklich nur empfehlen, tut es auch bitte. Und ja, damit ihr auch seht, das sind alles total coole Leute, die beißen nicht, die kann man einfach fragen. In diesem Sinne, Sebastian, du hast das Wort. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich will jetzt die Gelegenheit gerne nutzen, euch kurz die Leistungen der IHK für Existenzgründer und Unternehmen vorzustellen. Wir merken nämlich immer wieder, dass viele gar nicht so genau wissen, was wir als IHK eigentlich so im Detail machen. Und deshalb will ich es im ersten Part mal ganz kurz erzählen, was so unsere wesentlichen Aufgaben sind und dann im zweiten Part, was wir für Existenzgründer machen. Wir als IHK sind die Interessenvertreter der gewerbetreibenden Unternehmen in der jeweiligen Region gegenüber den Kommunen, Landesregierungen und den regionalen staatlichen Stellen. Wie es gerade schon angekündigt wurde, gibt es da bei uns ein bisschen die Besonderheit, dass wir eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sind, also aufgrund eines Gesetzes existieren, aber eben keine Behörde, sondern primär von den Mitgliedsbeiträgen unserer Mitgliedsunternehmen leben. Zudem werden wir aber auch vom Staat mit der Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Aufgaben beauftragt. Und der dritte Part sind die Beratungsleistungen in diversen Angelegenheiten, die wir natürlich auch bieten. Welche das sind, erzähle ich gleich noch. Grundsätzlich gibt es in Sachsen drei IHKs, eine in Chemnitz, eine in Leipzig und eine in Dresden. Und insgesamt gibt es in Deutschland 79 IHKs. Als Dachverband haben wir oben drüber noch unseren DIHK, das ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Und der vertritt alle IHKs, die es in Deutschland gibt, auf Bundes- und auf EU-Ebene. Im Bereich des Außenhandels haben wir nochmal unsere Außenhandelskammern. Also wenn ihr meinetwegen nach Mexiko oder nach Korea irgendwas exportieren wollt, gibt es dort auch immer vor Ort Ansprechpartner, die euch da ganz spezifisch nochmal länderspezifisch beraten können. Nun habe ich schon gesagt, dass wir die Interessenvertreter der gewerbetreibenden Wirtschaft sind. Ohne das jetzt zu sehr ins Detail auszuführen, eine kurze Übersicht, was so eigentlich Indikatoren sind dafür, dass man ein Gewerbe hat. Zum einen, dass man selbstständig tätig ist. Das sind schon die zwei wichtigsten Worte dabei, die zum Unternehmertum dazugehören. Selbst und ständig, dass man es in eigener Verantwortung macht, auf eigene Rechnung, weisungsfrei, gewinnorientiert und dauerhaft tätig ist. Wir als IHK sind aber nicht für die Branchenbetreuung von allen Gewerbetreibenden zuständig, sondern primär für die Industrieunternehmen, für die Handelsunternehmen, die Dienstleistungsunternehmen oder das Gastgewerbe. Auf der anderen Seite gibt es noch die Kollegen von der Handwerkskammer. Dort sind alle zugeordnet, die eben primär eine Handwerkstätigkeit ausüben. Die machen genauso Existenzgründungsberatung wie wir eben auch. Unabhängig von den Gewerbetreibenden gibt es zusätzlich noch die Freiberufler. Die sind dann meist besonders qualifiziert, schöpferisch begabt, teilweise auch gesetzlich festgelegt, wer das so dazugehört. Und auch dort gibt es eigene Initiativen, die sich um die Betreuung der Freiberufler kümmern, die eben keine Gewerbetreibenden sind. Wir als IHK haben im Wesentlichen die drei Aufgaben, die ihr hier sehen könnt. Interessenvertretung für unsere Mitgliedsunternehmen, hoheitliche vom Staat übertragene Aufgaben und Serviceleistungen für unsere Mitgliedsunternehmen. Mal ganz plakativ, was gehört eigentlich so zum Thema Interessenvertretung dazu? Wir setzen uns meinetwegen gegenüber der Politik ein für Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur, für bezahlbare Energie, gegen Steuererhöhungen für Unternehmen, für leichtere Unternehmensgründung, Bürokratieabbau, gut qualifizierte Fachkräfte. Derzeit sind wir natürlich sehr stark bei den Corona-Hilfen involviert und versuchen darauf einzuwirken, dass die so ausgestaltet werden, dass die Unternehmer sie auch gut nutzen können und die Hilfe effektiv ankommt.
Im Bereich der vom Staat übertragenen Aufgaben sind so die Themen angesiedelt, die viele ganz klassisch mit einer IHK in Verbindung bringen, also Berufsausbildung und Fortbildung. Machen aber auch Sach- oder Fachkundeprüfungen für die unternehmerischen Tätigkeiten, wo man vorher eine Qualifizierung braucht, damit man das dann eben auch machen darf. Wir beraten individuell im Bereich der Serviceleistungen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Und wir unterstützen natürlich auch bei der Krisenbewältigung, falls es mal nicht so gut laufen sollte. Zudem haben wir natürlich auch ein umfangreiches Veranstaltungsangebot, machen diverse Netzwerk- und Informationsveranstaltungen zu allgemeinen wirtschaftlichen Fragen, meinetwegen unseren Unternehmertag, wo wir eine Austauschmöglichkeit bieten für junge Unternehmer und natürlich auch schon Etablierte, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus haben wir auch diverse Börsen und Projekte bei uns im Haus, die man natürlich nutzen kann als Mitgliedsunternehmen. Projekte seien auch aufgezählt, auch um ganz praktische Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. Unser Energiecoach, der in die Unternehmen geht und schaut, ob es dort Einsparpotenziale gibt beim Thema Energiekosten. Unseren Personalcoach, der in die Unternehmen geht und schaut, wie ist das Verhältnis zwischen Angestellten und Geschäftsführung? Gibt es da vielleicht was, was man ein bisschen verbessern kann? Wir haben eine Inklusionsberaterin, die in die Unternehmen geht und schaut, ob man bei Unternehmen, die Menschen mit Handicap beschäftigen, das ein oder andere verbessern kann oder welche Förder- und Finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten es dort gibt. Und wir haben natürlich auch Partnerprojekte mit dem benachbarten europäischen Ausland, zum Beispiel das Netzwerk Tschechien oder das Enterprise Europe Network. Kommen wir jetzt aber noch mal ein bisschen konkreter zu dem Thema, was wir für Existenzgründer anbieten. Dort ist es so, dass wir das bei uns, den Bereich, der die Existenzgründer betreut, Starthilfe und Unternehmensförderung genannt haben. Und das sind im Wesentlichen drei Punkte, die so dazugehören. Das erste ist die klassische Gründungsberatung. Da beraten wir euch gerne von der ersten Idee über die ersten Schritte in die Selbstständigkeit bis zum fertigen Unternehmen und der tatsächlichen Gründung und natürlich dann auch darüber hinaus. Ein ganz wichtiger Part, der immer dazugehört, ist die Finanzierungsberatung. Da muss man sich natürlich auch bei jedem Vorhaben, bei jedem Projekt individuell anschauen. Welchen Finanzierungsbedarf habe ich? Welche Fördermittel gibt es da so, um das gegen zu finanzieren, sodass das Ganze dann auch solide geplant ist und die finanzielle Seite passt. Und der dritte Part ist die Unternehmensnachfolge, die vielleicht gar nicht so intuitiv dazugehört, wenn man sich noch nicht näher damit beschäftigt hat. Aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit, um die Selbstständigkeit zu starten, indem man ein bereits existierendes Unternehmen übernimmt. Und umgekehrt betreuen wir natürlich auch diejenigen, die schon lange als Unternehmer aktiv sind und dann langsam den Staffelstab an die nächste Generation übergeben wollen. Hier seht ihr nochmal kurz zusammengefasst die Kernprodukte, die wir für Existenzgründer so anbieten. Das geht los mit dem Informationspaket, das heißt bei uns Startup-Paket. Das gibt es sowohl digital als auch eben auch noch ausgedruckt, wer das gerne möchte. Das sind allgemeine Informationen zum Thema Businessplanerstellung, rechtliche Hintergrundinformationen, soziale Absicherung, alles, was zum Thema Selbstständigkeit mit dazugehört, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Wir bieten natürlich auch Gründerabende und Veranstaltungen an, wie zum Beispiel unseren Existenzgründertreff, wo wir einen kurzen Input geben zum Thema und anschließend eine Austauschmöglichkeit schaffen für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn es dann schon ein bisschen konkreter wird und es daran geht, ein Konzept zu schreiben und seine Ideen mal zu Papier zu bringen, unterstützen wir euch natürlich auch sehr gerne mit unserer Meinung zu der Thematik, wenn ihr mal mit einem Experten oder einer Expertin darüber reden wollt, die sich in der Branche vielleicht ganz gut auskennen und ihr Feedback zu eurer Idee bekommen wollt. Wenn ihr zudem noch ein Förderprogramm beantragt habt, um eure Idee mit zu finanzieren, sei es zum Beispiel das Mikrodarlehen von der Sächsischen Aufbaubank oder ihr gründet aus der Arbeitslosigkeit und habt dann das Einstiegsgeld oder den Gründungszuschuss beantragt, sind wir oft dann auch noch damit eingebunden und geben eine fachkundige Stellungnahme zu eurem Vorhaben ab. Wenn ihr dann gegründet habt, bieten wir natürlich auch diverse Vernetzungsmöglichkeiten an, zum Beispiel ein Treffpunkt für Unternehmer, bei dem ihr euch dann austauschen könnt, oder ein Begrüßungstreffpunkt für unsere neuen Mitglieder, in dem wir euch nochmal genau vorstellen, was wir euch eigentlich alles so anbieten. Dann sei zum Schluss nochmal auf einer Folie zusammengefasst, was alles so unsere Leistungen sind, ganz konkret für euch als angehende Gründer. Im Part der Gründungsberatung ist es natürlich ganz klassisch die Businessplanerstellung und das Unternehmenskonzept, was die wichtigste Grundlage bietet, um die Idee dann auch erfolgreich umsetzen zu können. Aber wir beraten euch auch zur Rechtsform, wenn ihr euch fragt, soll ich am Anfang gleich eine GmbH gründen oder reicht es vielleicht auch erstmal als Einzelunternehmen oder als GbR?
Wir informieren euch über Voraussetzungen und Erlaubnisse, die ihr vielleicht braucht, um euer Vorhaben angehen zu können. Ein ganz wichtiger Part ist auch immer, die rechtlichen Rahmenbedingungen abzuklopfen. Es geht schon los beim Firmennamen. Wie darf ich mich überhaupt nennen? Beim Impressum, welche Angaben müssen denn da enthalten sein, dass ich dort auf der sicheren Seite bin? Wenn ich eine Idee habe, die vielleicht geschützt werden muss im Rahmen von dem Patent, können wir euch dazu natürlich auch beraten. Oder im Bereich des Wettbewerbsrechts. Förderung und Finanzierung ist auch ganz wichtig. Auch da können wir natürlich schon mit euch zusammen, welche Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn da genau? Gibt es ein Förderdarlehen, was ich in Anspruch nehmen kann? Gibt es vielleicht sogar einen Zuschuss, den ich nicht zurückzahlen muss, um mich bei der Startfinanzierung zu unterstützen? Für den Part Energie, Umwelt und Technologie haben wir Fachleute zur Verfügung stehen. Wenn ihr meinetwegen aus dem Ausland importieren wollt und euch fragt, naja, was ist denn eigentlich so genau diese CE-Kennzeichnung, die da draufstehen muss, wenn ich das hier im gemeinsamen europäischen Markt vertreiben will? Auf was muss ich denn da so achten? Umgekehrt auch im Bereich der Außenwirtschaftsdokumentation, wenn ihr mal was ins Ausland exportieren wollt, gibt es auch eigene Dokumente, die man da vorhalten muss. Dafür sind wir mit zuständig und können euch beraten. Wenn ihr Geschäftskontakte braucht, haben wir eine Adressvermittlung und eine Firmendatenbank, die wir euch da anbieten können und auf die wir zurückgreifen können. Und wenn ihr einen Bereich gründet, der technologielastig ist, haben wir natürlich auch Kooperationen mit diversen Forschungseinrichtungen. Zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis darauf, wo ich unsere Stärke sehe als IHK Chemnitz. Wir haben in der Region diverse Standorte, sind natürlich in Chemnitz selber aktiv, aber nicht nur dort, sondern sind auch in den Landkreisen aktiv. Also wir haben einen Außenstandort in Zwickau und in Plauen und in Annaberg und in Freiberg. Und überall da sitzen unsere Existenzgründungsberater, die euch bei eurer Idee und eurem Vorhaben gerne unterstützen und euch da Feedback geben. Und wenn ihr aus Südwestsachsen kommt und hier ein Unternehmen gründen wollt, dann kommt gerne einfach auf uns zu, macht einen Termin mit uns aus, die Kontaktdaten stehen da und dann können wir gerne über eure Idee reden und schauen, wie wir das mit euch zusammen umsetzen und an den Start bringen können, sodass es dann auch alles top funktioniert. Vielen Dank erstmal soweit von mir. Vielen Dank, lieber Sebastian. Und selbst wenn es nicht Südwestsachsen ist oder ihr es noch nicht wisst, bin ich mir ganz, ganz sicher, dürft ihr trotzdem kurz beim Sebastian vorbeischauen und er wird euch im Zweifel dann die Kollegen aus Dresden oder Leipzig, je nachdem, wo es zugeordnet ist. Denn das ist auch so die Praxis, wie es bei den Gründerinitiativen ist, weil manchmal hat man ja doch, dass man an der einen studiert und mit Partnern der anderen eine Gründung starten möchte. Also wenn ich das so sagen darf, bitte Sebastian, berichtige mich, aber macht euch nicht zu viel Gedanken, wo ihr genau hingehört. Die Kollegen wissen dann schon ganz genau, wie man das gemeinsam voranbringt. Und das ist eine Stärke, die uns alle zusammen wahnsinnig auszeichnet. Und das ist auch die perfekte Brücke, Stärken, die uns auszeichnen. Denn die Kammer und Zaxid arbeiten auch speziell in Chemnitz, aber auch sonst in den Regionen eng zusammen. Was genau macht denn jetzt Zaxid, liebe Susanne? Es ist ja schön, dass wir so viele Gründerunterstützer in Sachsen haben, aber wer ist denn jetzt genau der Richtige, um zu euch zu kommen? Ich weiß es ja, finde es ja ganz wertvoll, aber ich mag mich lieber, als dass du das jetzt erklärst. Genau, vielen Dank für die Einladung, das mache ich natürlich gerne und ähnlich, wie du es ja schon gesagt hast, ist es bei uns auch. Also wir sind das Gründernetzwerk Zaxid an den vier Hochschulen. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Wir sind seit 2002, existieren wir, also die Vorläufer von Zaxid. In der heutigen Form gibt es uns seit 2006. Damit sind wir eines oder das älteste funktionierende Hochschulgründernetzwerk bundesweit. Das heißt, wir sind alle Mitarbeiter an den Hochschulen selber, an den vier Hochschulen, also einmal in Chemnitz, Freiberg, Mittweida und Zwickau. Und alle, genau, Hochschulangehörigen und Alumni, sage ich gleich nochmal, können eben zu uns kommen. Und ähnlich wie die Kammern haben wir dort auch viele Unterstützungsangebote, eben spezifisch nochmal für diese Zielgruppe, sind eben auch vom ISF und vom Land Sachsen gefördert, mittlerweile auch vom Bund mit einem großen Projekt, wo wir eben verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung anbieten können. Und so haben wir über die Zeit eben auch schon über 1.100 Gründungsprojekte betreut und über 300 Unternehmensgründungen erfolgreich auf den Weg gebracht. Und an unseren Lehr- und Qualifizierungsangeboten haben eben auch schon über 10.000 Teilnehmer bisher teilgenommen.
Genau, hier wie gesagt nochmal kurz zur Zielgruppe. Also im Prinzip ist es halt ein bisschen spezifisch. Also wir sind wirklich für die Hochschulangehörigen, also die Studierenden erstmal, die wissenschaftlichen Mitarbeiter der vier südwestsächsischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen zuständig. Aber wie du ja schon gesagt hast, gibt es diese Gründerinitiativen auch in ganz Sachsen und unser Pendant sozusagen auch in Leipzig, Dresden und Zittau-Görlitz. Von daher kann man eben sich dort auch an die Gründerinitiativen wenden und auch Alumni bis 10 Jahre nach Verlassen der Hochschule mit Wohnsitz in Sachsen können wir hier kostenlos fördern oder können unsere Angebote kostenfrei nutzen. Beziehungsweise bei dem Bundesprojekt jetzt auch über die Gründung hinaus können wir dort vernetzen und weiterhin unterstützen, was eben jetzt neu hinzugekommen ist und wo wir sehr froh darüber sind. Was machen wir jetzt genau? Also wir haben im Prinzip 4 bis 5 verschiedene große Arbeitsgebiete, nenne ich es mal. Also zum einen wollen wir natürlich sensibilisieren die Hochschulangehörigen und Alumni erstmal für das Thema. Also viele gehen ja erstmal zum Studium an die Hochschule und planen dann in einem großen Konzern oder beim Mittelständler in ihrem Bereich anzufangen. Und wir wollen eben hier erstmal für diesen Gründungsgedanken auch ein bisschen sensibilisieren, damit man sich damit beschäftigt, haben dort auch einen eigenen Ideenwettbewerb. Dazu komme ich dann am Ende noch mal kurz und machen eben auch so Informationsveranstaltungen wie diese, aber auch eigene zur Gründerwoche beispielsweise mit Partnern. Wir qualifizieren also logischerweise an den Hochschulen auch über Vorlesungen, haben da 4 Stück jedes Jahr in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel zur Businessplanung, zum technischen Vertrieb, zum B2B-Marketing oder auch zur Gründungsfinanzierung und auch ganz verschiedene Workshops, die wir teilweise selbst halten oder erarbeiten auch mit den Teilnehmern Sachen, also wie kann ich eine Geschäftsidee entwickeln, aber haben dort auch externe Referenten, die wir einkaufen können und mit denen wir gemeinsam Workshops gestalten, also vielleicht mal Richtung Soft Skills gedacht, Rhetorik. So sowas, was auch jeder erstmal braucht und gerne mitnimmt vielleicht. Aber auch so ganz spezifische Sachen wie 3D-Druck, verschiedene Workshops, die wir dort in dem Bereich anbieten können. Genau, dann haben wir den Bereich der Gründerbetreuung. Also ähnlich wie die IHK kann man dort zu ganz spezifischen Facetten der Gründung und an jedem Zeitpunkt und in jedem Bereich gerne zu uns kommen. Also es muss nicht immer was mit dem Studium auch zu tun haben oder mit dem Fachbereich, in dem man dort arbeitet. An jeder Stelle, egal wie weit man ist, und je nachdem, wie der Bedarf ist, richten wir dann die individuelle Betreuung auch aus, sind dort auch ja im Future Sachs Mentoring aktiv, können da Mentoren vermitteln, können ganz spezifische Förderprogramme auch begleiten dort die Antragstellung, die halt nur für Hochschulangehörige auch zugänglich sind, aber natürlich auch so Sachen, wie wir sie hier heute vorstellen. Und im Bereich Scouting und Netzwerk bieten wir eben auch die gezielte Kontaktvermittlung, meistens dann natürlich auch über Veranstaltungen, wenn es dann wieder mal etwas besser geht mit Präsenzveranstaltungen auch oder identifizieren spezifische Technologiepotenziale an den 4 südwestsächsischen Hochschulen. Genau, und hier komme ich auch schon noch mal kurz zum Ideenwettbewerb, eine kleine Eigenwerbung sozusagen. Auf der Webseite wird es dann demnächst auch wieder Infos zum neuen Saxid-Ideenwettbewerb geben. Es ist im Prinzip immer so ein bisschen vorgelagert, auch zum Future Sachs Wettbewerb, wenn man hier einfach mal sich ausprobieren möchte, was einreichen möchte. Sind wenige Seiten, die man da nochmal ausfüllen sollte, so eine ersten Gedanken zu einer Geschäftsidee und haben dort eben den Vorteil, dass wir da auch professionelles Expertenfeedback angeben können. Also jede Idee wird dann auch aus 3 verschiedenen Bereichen bewertet, also einmal von einem Unternehmer oder von Banken, von Existenzgründungsförderern oder aber auch von Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitern an unseren Hochschulen, die dort wirklich auch 3-mal schriftliches Feedback geben. Aber natürlich gibt es auch dank unserer Sponsoren attraktive Preise zu gewinnen. Und der Einsendeschluss wird diesmal wieder wie jedes Jahr am Ende der Gründerwoche am 22. November sein. Genau. So viel vielleicht erstmal dazu. Also, wenn ihr Fragen habt, den Kontakt sucht, wir sind auch auf den Social Media Kanälen vertreten, meldet euch gerne bei uns, vereinbart einen Termin einfach telefonisch oder kommt vorbei. Genau. Ja, dann vielen Dank für den Einblick da nochmal. Die wichtige Botschaft für euch und für alle, die auch später sich die Session noch anschauen.
Unterstützung gibt es ganz viele und vor allem einen ganz großen Erfahrungsschatz. Susanne hat das ja gerade schön gesagt, über viele, viele Jahre, genauso wie in der Kammer, nutzt das unbedingt. Und wenn da eine Idee ist, es gibt eigentlich keinen Grund, warum es nicht umgesetzt werden kann, sondern sucht euch die Akteure und Partner, die vor Ort sind und irgendwo schon ganz dicht bei euch sind, welche, die es einfach aus absoluter Freude und Begeisterung machen und dafür da sind, euch auf eurem Weg zu begleiten und die Idee voranzubringen. Genau, und eins davon ist eben die Gründungsförderung Innostadt Bonus, damit es eine Möglichkeit gibt, sich auch ein Jahr fokussiert darauf zu konzentrieren. Und was sich nun mal genau noch dahinter verbirgt, so ein kleines bisschen Intro und auch was die ersten zwei Sessions betrifft, das kann natürlich niemand besser darstellen als unser Projektmanager für das Projekt Innostadt Bonus, die Gründungsförderung. Unser Man of ISB, Heinz Druckenfurt. Ja, also ganz kurz nochmal zum Abholen, für die jetzt die neu in der Session sind. Gründungsförderung Innostadt Bonus versucht, dass Gründerinnen und Gründer mit einer innovativen Geschäftsidee diese umsetzen. Dabei basiert die Gründungsförderung auf zwei Säulen. Zum einen auf der monetären Unterstützung, also das sind 1.000 Euro pro Monat zuzüglich einem Kinderbonus von 100 Euro für maximal ein Jahr. Das ist die eine Säule. Und die zweite Säule ist eine Begleitung im Förderzeitraum, also in der Phase vor der Gründung und in der Phase nach der Gründung. Aus meiner Sicht ist natürlich diese Begleitphase auch ein ganz, ganz wichtiger und starker Punkt. Zum einen die finanzielle Unterstützung, aber die Begleitung, Marina hat es eingangs erwähnt, vor allem dieses große Netzwerk, das im Hintergrund steht, ist es ganz wichtig, sozusagen auch von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Und es ist genau diese zweite Säule, mit der Innostadt Bonus unterstützt. Die Begleitung der Geförderten im Förderzeitraum ist im Prinzip ein Punkt, aber gleichzeitig auch im Bewerbungs- und Auswahlprozess, wo wir mit den Q&A-Sessions beispielsweise oder ich als Ansprechpartner für Innostadt Bonus immer für eure Fragen per Telefon, per Mail direkt zur Verfügung stehe. Und die könnt ihr dann unkompliziert direkt targetieren. Der Innostadt Bonus als Modellprojekt versucht, Gründungsförderung ja unbürokratisch und einfach zu gestalten. Und hier hat man sich in dem Modellprojekt für ein wettbewerbliches Verfahren entschieden. Und wettbewerbliches Verfahren heißt, dass es einen Bewerbungszeitraum gibt. Und in diesem Bewerbungszeitraum kann man sich mit seiner innovativen Geschäftsidee bewerben. Ihr seht sie ja auf der Folie für den Förderaufruf von 13. August bis 27. September. Also sozusagen noch 6 Tage Zeit, um seine innovative Geschäftsidee einzureichen. Und ich sehe gerade, es hängt die Präsentation. Wir sind halt immer noch bei Saxit, weil Saxit so fetzt. Aber jetzt guck. Genau, genau, jetzt haben wir sie. Jetzt sieht es aus, gut aus. Okay, perfekt. Genau. Also ihr habt die Möglichkeit, euch bis zum 27. September über vielversagt.de/innostadtbonus zu bewerben. Und es ist ein komplett digital abgebildetes Online-Bewerbungsverfahren. Und ich möchte ganz kurz nochmal einen kleinen Rückblick geben auf die Q&A-Session 1 und 2, bevor wir sozusagen in den Begleitphase starten. Ich suche gerade nochmal hier das gerade groß. Okay. Ja, das ist auch schön, wenn man das so lebendig sieht. Jetzt ist toll. Also ich sehe es gut, geht es euch auch so? Gut. Genau. Also nochmal einen kleinen Rückblick geben auf die Q&A-Session 1 mit Bewerbungsvoraussetzungen. Also wann kann man sich für den Innostadt-Bonus bewerben? Grundsätzlich ist die Förderung eine personenbezogene Förderung bis maximal 2 Personen. Also man kann sich als Einzelgründer oder aber auch als Teamgründer bewerben. Und hier ist es so, dass im Prinzip, wie ich schon eingangs erwähnt, eine innovative Geschäftsidee vorliegen muss. Was heißt innovativ? Es muss eine wesentliche Verbesserung vom bestehenden Produkten, Prozessen, Dienstleistungen am Markt darstellen, wo man einfach in seinem Bewerbungsformular herausarbeitet, wie kann ich mich von bestehenden Produkten am Markt absetzen, was gibt es aktuell, wie kann ich dann eine Verbesserung zur Lösung des Kundenproblems hervorrufen. Das passiert jetzt nicht in einem großen Businessplan über viele hundert Seiten, sondern über das Online-Formular. Das sind kleine, dezidierte Fragen, die dort aufgezeigt sind. Und im Grunde ist es im Prinzip euer Business Model Canvas, die ihr für euren Businessplan ausfüllen müsst. Was noch Bewerbungsvoraussetzungen sind, dass man im Förderzeitraum maximal 15 Stunden pro Woche entgeltliche Tätigkeit noch weiter sich dazu verdienen kann. Und dass auch eine Gründung aus dem Nebenerwerb möglich ist.
Ich würde gleich weitergehen auf den Bewerbungsprozess allgemein. Wie schon eingangs erwähnt, es gibt ein wettbewerbliches Verfahren. Das bedeutet sozusagen nicht, wenn man sich für den Investor-Bonus bewirbt, dass man auch die Förderung zwingend erhält, sondern es gibt ein Auswahlverfahren durch ein Expertengremium, dem das Wirtschaftsministerium vorsitzt. Man bewirbt sich im Ablauf bis zum 27. September, dann werden die Ideen gescreent, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, und dann ist es so, dass im Prinzip eine Vorauswahl getroffen wird durch ein Expertengremium und maximal 20 Teams zur Sitzung des Expertengremiums eingeladen werden. Sitzung des Expertengremiums heißt, ihr müsst eure Idee nicht bloß schriftlich präsentieren im Rahmen der Online-Bewerbung, sondern ihr müsst diese auch vor dem Expertengremium pitchen. Also 10 Minuten habt ihr die Möglichkeit, eure Geschäftsidee zu präsentieren, und dann im Nachgang stellen die Experten nochmal in 10-minütigen Q&A ihre Fragen, wenn es vielleicht noch eine Unklarheit gab, geben vielleicht auch schon erste Hinweise oder Empfehlungen zu eurer Geschäftsidee. Wenn dann die Sitzung des Expertengremiums durchgeführt wurde, oder ihr das Votum zur Förderwürdigkeit erhalten habt, dann stellt ihr den formalen Antrag bei der Sächsischen Aufbaubank und könnt dann, wenn die Sächsische Aufbaubank die Förderung bewilligt, innerhalb von 4 Wochen, und es ist beim Call 4, muss ich jetzt dazu sagen, eine Besonderheit, dass gleich bei der Antragstellung, wenn ihr das Votum zur Förderwürdigkeit erhaltet, dann alle Fördervoraussetzungen, beispielsweise mit diesen 15 Stunden Arbeit, erfüllt sein müssen. Das ist diesmal Besonderheit, weil es sonst immer eine Karenzzeit gab in den vorherigen Calls, aber das hat haushalttechnische Gründe. Genau, ich sehe schon, es sind erste Fragen eingegangen. Und zwar wurde vorhin nochmal gefragt, mit Blick auf die Online-Bewerbung, mit Abbildung des Innovationsgrades. Abbildung des Innovationsgegenstandes, ob eine Konzeptdarstellung erwartet wird. Also diese Hochladung von den Dokumenten ist erstmal eine zusätzliche Möglichkeit, seinen Innovationsgrad nochmal darzustellen. Beispielsweise, wenn man schon einen Prototypen hat, dass man jedenfalls da ein Bild hochlädt oder vielleicht eine Zeichnung, eine Konstruktion. Wie gesagt, das ist ergänzend, die vielleicht noch dazu dient, um seine schriftlichen Aussagen dahingehend nochmal zu unterstreichen. Genau. Dann gab es nochmal eine zweite Frage mit Blick auf Steuern. Dahingehend ist es so, dass ich einfach mit Blick auf Steuern da einfach nochmal empfehlen würde, sich nochmal mit dem aktuellen Finanzamt auseinanderzusetzen, die dann nochmal da eine direkte Aussage zum Investor-Bonus geben können mit Blick auf die Versteuerung von den Unternehmenseinnahmen und Ausgaben, wie das dann bei der Selbstständigkeit gewertet wird seitens des Finanzamts. Also hier liegt nicht unsere Expertise, sondern da einfach gerne nochmal mit dem Finanzamt in Austausch treten, die dann da genaue Angaben machen können. Jetzt ist auch nochmal die weitere Frage gestellt worden bei den Fördervoraussetzungen nach dem 15% F&E-Anteil. Es ist so, dass es in Sachsen ein Technologiegründerstipendium gibt, das speziell Hochschulabsolventen adressiert. Dort ist die Voraussetzung, dass wenn beide Bewerber Hochschulabsolventen sind, der Forschungs- und Entwicklungsanteil höher oder größer 15% sein muss. Beim Investor-Bonus, das kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Bruder vom Technologie-Gründerstipendium, kann es jetzt auch sein, dass beide Bewerber für den Investor-Bonus einen universitären Hintergrund haben, also aktuell studierend sind oder wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der letzten 10 Jahre. Und dann ist es so, wenn beide diesen Hintergrund mitbringen, dann muss der Forschungs- und Entwicklungsanteil kleiner 15% sein, weil im anderen Fall würde das Technologiegründerstipendium die bessere Adresse sein vom Förderprogramm. Also hier ist im Prinzip genau das Abgrenzung. Wenn ihr Einzelgründer seid, ist der Forschungs- und Entwicklungsanteil unerheblich. Ich hoffe, das hat uns die Frage erstmal beantwortet. Und im nächsten Schritt würden wir jetzt einfach weitergehen. Wenn es noch weitere Fragen gibt zu den Fördervoraussetzungen, gerne noch im Laufe des Chats stellen. Und sonst würden wir weitergehen mit Manuel von Bevelo und der Unternehmenspräsentation. Genau, denn inzwischen sind von den 250, die grundsätzlich Interesse an der Förderung hatte, 120 Bewerbungen eingegangen waren, über 3 Calls hinweg. 46 Teams haben am Ende den Zuschlag erhalten, sind also in den Genuss des Fördervotums gekommen. Was am Ende über 60 Personen, ne? Also wie Heinz ja gesagt hat, es können ja auch mehrere Personen eines Teams gefördert werden. Und man muss es auch da erwähnen, es sind immerhin auch 31 Kinder, die hier beim Kinderzuschlag dabei sind. Und einer, der in den Genuss gekommen ist, ist eben Manuel.
Und ja, das ist ja, wenn man so viel über Theorie, über Rahmen, Struktur spricht, am Ende geht es uns ja vom Herzen natürlich um die Menschen, die den Mut haben, uns zu machen. Für die sind wir alle da, egal ob die Kammer sagt, sieht, wir, alle, um dort zu unterstützen manuell. Und jetzt sind wir ganz gespannt. Stell du doch mal vor, was du eigentlich machst. Und dann quetschen wir dich aus. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich muss sagen, dass ich auch ganz gerne, weil ich gerade die Präsentation von Sebastian und Susanne gesehen habe, auch super gerne meine Präsentation zeigen würde. Heinz, vielleicht können wir jetzt kurz mal improvisieren und du zeigst mir oder du sagst mir ganz kurz, wie man das, jetzt zeigt es mir das, okay, super. Dankeschön. Wir sind ich eben interaktiv, okay. Seht ihr schon meinen Bildschirm? Nee, jetzt noch nicht. Aktuell noch nicht, ne? Seht ihr den jetzt? Noch nicht. Seht ihr diesen? Wird noch nicht angezeigt, leider. Okay, dann ist egal. Das dauert dann wahrscheinlich zu lange. Jedenfalls, da machen wir es erstmal so, da möchte ich euch einen aktuellen Artikel aus der Zeit zeigen, den habe ich in der Zugfahrt gelesen, weil ich gerade im Urlaub bin und der lautet, muss ich rückwärts lesen, geht Stadt auch ohne Autos? Und mit dieser Frage ist eigentlich alles schon beantwortet, weil die Stadt geht auch ohne Autos und Bewedo, meine Geschäftsidee befasst sich genau mit dieser Thematik. Bewedo ist im Grunde genau die Antwort darauf, auf eine Stadt ohne Autos. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist eine Lösungsmöglichkeit für das bevorstehende Mobilitätsproblem, was wir alle haben, denn wir haben ein unheimlich hohes CO2-Aufkommen, wir haben ein unheimliches Verkehrsaufkommen. Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Krankheitstage, die extrem gestiegen sind in den letzten Jahren. Und da haben wir uns vor 2 Jahren gedacht, das war noch damals im Studium, wie gehen wir damit um? Und wir haben uns einfach gedacht, so, das kann man doch eigentlich ganz einfach bekämpfen, indem man Leute zum Fahrradfahren motiviert. Denn Fahrradfahrer sind nun mal statistisch gesehen 30% weniger krank. Und im Grunde ist die Geschäftsidee oder die Lösung oder das Produkt ganz einfach. Wir haben eine Incentivierungs-App gebaut, sind gerade in den letzten Zügen, diese zu bauen, indem man Fahrrad fährt. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sieht, aber also die App trackt die Kilometer und man erhält am Ende verschiedene Belohnungen. Genau, das ist so ein bisschen das Geheimnis, Leuten das Goodie zu geben, ne? So die Belohnung dafür zu geben, dass sie was tun, dass sie Gutes tun. Und wer kann Leute zum Fahrradfahren motivieren? Das können im Grunde jeder sein. Das kann die Krankenkasse sein, logischerweise. Das kann der Arbeitgeber sein, aber auch das können kommunale Unternehmen sein. Und wenn ihr jetzt schon hört, das sind so viele, ja, das sind so viele. Und das ist genau auch einer unserer USPs, dass ich verschiedene Sponsoren, so nennen wir das, addieren können oder beziehungsweise multiplizieren können. Das heißt, wenn ihr jetzt ich bin momentan in Dortmund, wenn ich in die Stadtwerke Dortmund habe als Sponsor, dann auch meinen aktuellen Arbeitgeber hier in Dortmund. Ich arbeite nicht in Dortmund, aber nur als Beispiel. Und wenn ich noch die Krankenkasse, die beispielsweise die AOK als Sponsor hätte, dann hätte ich quasi 3 Sponsoren, die mich quasi aktiv sponsern würden pro Kilometer. Und perspektivisch haben wir vor, an jedem Point of Sale dieses Endgerät nutzen zu können, dass wir quasi dass der Sponsor quasi dem Nutzer Geld gibt dafür, dass er Fahrrad fährt. Das ist so unser Ziel. Das ist noch eine weite Reise auf jeden Fall. Auch vor allem, ich glaube, unser größter Gegner ist der Schweinehund. Ist der Schweinehund in den Köpfen der Menschen. Und wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass unser Alleinstellungsmerkmal
diese Addition beziehungsweise diese Multiplikation der Sponsoren ist, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber auch, dass das echt, dass ein echter Wert dagegen steht. Also die Sponsoren, die Arbeitgeber können, sind gewillt, wirklich einen echten Wert zu geben. Pro Kilometer oder pro Kilometer 10 Cent, weil das fällt in den steuerlichen Freibetrag rein. Und da kann man dann quasi bis zu 44 Euro pro Monat machen. Das ist da alles möglich. Dann sind verschiedene Modelle möglich. Also das ist alles denkbar. Im Grunde sind wir, um es kurz zu machen, im Grunde sind wir nachhaltig, umweltschonend, gesundheitsfördernd und bieten halt einfach eine echte Alternative zum Individualverkehr an. Wo wir halt momentan stehen, wir haben durch die Förderung von dem Mindeststartbonus echt die Möglichkeit gehabt, jetzt auch in der schwierigen Zeit, logischerweise, wir wissen alle, was jetzt im März passiert ist, nochmal konzeptionell drüber nachzudenken, ob auch das Thema Daten eine interessante Monetarisierungsform wäre, und das ist es tatsächlich auch. Und ich habe einfach nochmal drüber nachgedacht, das Geschäftsmodell nochmal umzuschreiben. Und das habe ich auch nochmal gemacht. Und genau, da bin ich jetzt. Und jetzt sind wir vor der zweiten Zielphase im Prinzip. Genau, und sind jetzt quasi dabei, den zweiten MVP fertigzustellen und den in der zweiten Testphase auszurollen. Im Grunde gibt es halt noch so viel zu machen. Im Grunde gibt es halt jeden Tag Arbeit, es gibt das Thema Gamification, Daten, es gibt so viel Möglichkeiten. Mir fehlt halt einfach die Zeit und auch der Tag hat halt leider nur 24 Stunden, aber es macht einfach so viel Spaß und dem Mindeststartbonus, dem Schlüsselwachs-Leuten so dankbar, dass sie mich da so unterstützt haben, auch durch ein wirklich schlankes Programm, das möchte ich hier nochmal sagen. Durch ein schlankes Förderprogramm. Und ich kann jetzt noch eine Stunde reden, aber es ist genau. Alles cool. Vielen Dank euch nochmal. Lieben Dank, Manuel, für den ersten Einblick. Wir werden dich jetzt gemeinsam noch ein bisschen ausquetschen und vielen Dank auch für die Rückmeldung. Aber wir müssen ganz klar sagen, das Modellprojekt ist auch eine Gemeinschaftsleistung von uns allen, von den Kammern, von den Initiativen, vom Freistaat, also von vielen, vielen Akteuren, die einfach auch das, was sie in den letzten Jahren so mitbekommen haben. Sebastian hat es ja auch gesagt, ne, bürokratiearm, auch Susanne weiß ganz genau, wo man sagt, der Gründer soll sich nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Anträgen oder irgendwelchen Nachweisen beschäftigen. Also es ist wirklich ein Gemeinschaftswerk, auf das wir da auch gemeinsam, glaube ich, sehr stolz sind. Ist mir nochmal wichtig zu sagen an der Stelle. Und jetzt gehen wir aber ins Eingemachte, denn wie gesagt, Fragen immer gerne stellen. 1, 2 sind auch noch gekommen. Nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an. Es geht ja in erster Linie heute um den Bewilligungszeitraum. Da hat nochmal die Frage, Heinz, was bedeutet das? Werden die jetzt verpflichtet, die potenziellen Gründer jeden Tag bei dir Rapport zu geben, ne, Manuel, wie weit man denn so ist oder wie läuft denn das ab? Ja, also nicht bloß einfach täglich, sondern zweimal wird schon gefordert oder gewünscht. Nein, Spaß natürlich. Also grundsätzlich im Begleitzeitraum ist es so, dass wir auch im Bewilligungszeitraum gibt es 3 Begleittermine, die obligatorisch sind für die Gründer. Das bedeutet, zum Auftakt der Förderung gibt es so ein Kickoff-Gespräch, nach der Hälfte des Förderzeitraums gibt es ein Follow-up. Was ist da der Hintergrund? Die Förderung Innostadt-Bonus ist zweigeteilt, also in dem Monat 1-6, also in der ersten Hälfte der Förderung gibt es eine monatliche Auszahlung von 1.000 Euro. Und in diesem Zeitraum ist die Phase vor der Gründung, wo idealerweise die Gründung vorbereitet wird und dann bis zur Hälfte dann die Gründung folgt sein muss. Und im Follow-up-Gespräch, also in dem zweiten Gespräch, im zweiten Begleittermin, schauen wir uns an, okay, was sind dann die Meilensteine nach der Gründung? Und wenn das bestätigt wurde, das Kickoff-Gespräch und das Follow-up-Gespräch, dann wird erst der zweite, um die Gründung nachgewiesen wird, wird erst im Prinzip der Zahlungsbeitrag von der SAB für den zweiten Block ausgeschüttet. Da ist es so, dass es dann im Prinzip nicht um 1.000er Schritten vorangeht, sondern für Monat 7-12 der Auszahlungsbetrag, also die 1.000 Euro plus Kinderbonus, auf einen Schlag ausgezahlt werden. Der Hintergrund da
bei der Gründung erstellen, sind da höhere Gründungskosten, damit man die natürlich besser abfedern kann, wird der Zahlungsblock auf einmal ausgezahlt. Und zum Ende des Förderzeitraums gibt es noch ein Wrap-up-Gespräch, wo wir uns einfach nochmal zusammensetzen und gucken, okay, was ist jetzt nach der Förderung, was gibt es da noch für spannende Angebote durch Mentoring, durch Partner, wo wir auch nochmal dezidierter, vor allem wenn man dann in der Wachstumsphase ist, dass ich nochmal Feedback einholen kann. Manuel, war das jetzt so? Wie war das für dich, die Kleidtermine? Hat da eins da auch von vornherein so viel erzählt oder wie hast du das wahrgenommen? Du meinst, ob der Heinz dann auch so viel erzählt hat? Ja, das ist, glaube ich, Typsache. Nee, es war wirklich, das war mehr so die Sache, dass ich viele Fragen hatte, auch wegen dieser Steuernummer. Die Frage hatte ich auch vor, das kam auch bei mir im März auf und das habe ich auch klären können mit meinem Steuerberater. Wenn ihr das wissen wollt, das war bei mir, also das ist, aber das können wir auch nochmal in dem Chat dann nochmal später machen. Aber solche Fragen kamen bei mir auch auf und da bin ich dann proaktiv auf den Heinz dann drauf zugekommen. Und das war sehr, sehr produktiv. Die Gespräche waren sehr, sehr gut. Also ja, war alles cool. Und ich glaube, das Entscheidende ist auch, dass natürlich, was Heinz jetzt auch erzählt hatte, es gibt strukturell festgelegte Termine, weil, was wir heute schon gehört haben, Bürokratie arm, wir müssen ja trotzdem natürlich bestimmte Strukturen einhalten, aber nichtsdestotrotz natürlich immer, wenn ein Bedarf entsteht und das ist wieder auch auf das ganze Partnernetzwerk auch, was ich eingangs ja mit aufgeführt hatte, zu übertragen, immer wenn ein Bedarf ist, dann natürlich in den Austausch treten und kommunizieren. Also es ist nicht so, dass es nur zwei oder drei Termine sein dürfen, aber es soll eben auch nicht belastend sein, sondern soll euch unterstützen und auf eurem Weg begleiten. So, jetzt hatten wir ja auch schon das Thema, du hast von den Taten gesprochen. Wie weiß ich denn jetzt so eine Gründung nach? Also wie konkret muss denn das aussehen? Es gibt ja immer verschiedene Rechtsformen, wenn ich noch nicht weiß, welche, dann gehe ich ja zur Kammer. Aber wie genau sieht das aus? Genau, also grundsätzlich, ich hatte es eingangs erwähnt, gibt es eben die Phase vor der Gründung, wo man darauf hinarbeitet und dann mit dem Zwischenverwendungsnachweis, den man dann bei der Sächsischen Aufbaubank wieder einreicht, muss man den Gründungsnachweis gleich mit anhängen. Gründungsnachweis heißt für Freiberufler, dass man im Prinzip beim Finanzamt eine Steuernummer eingetragen hat. In einer Kapitalgesellschaft ist natürlich die Eintragung ins Handelsregister, also wenn man eine GmbH gründen möchte, dass dann die Eintragung ins Handelsregister zählt. Und ja, bei einer GbR ist es dann der Gesellschaftervertrag, den man dort einreicht. Also es gibt da mal verschiedene Möglichkeiten, wie man das nachweist, aber das ist auch nochmal ein Thema, wie man dann, wenn wir auch nochmal im Follow-up-Gespräch darauf eingehen werden, wie das genau nachgewiesen werden muss, welche Dokumente da noch notwendig sind. Grundsätzlich ist es immer wieder angeklungen, es ist bürokratiearm, also es ist im Prinzip ein kurzer Zwischenverwendungsnachweis, den man da aufschreibt, dann ist es einfach das Thema, dass man in einem Bericht kurz in einer Seite abreißt, was waren die Meilensteine, welche habe ich jetzt auf dem Weg zur Gründung schon welche Meilensteine genommen und welche Meilensteine plane ich in Zukunft. Das ist ein kurzer Abriss, ganz formal, über eine Seite, was denn nicht schnell runtergesprochen wurde oder runtergeschrieben wurde, Entschuldigung, und auch ja natürlich in dem Begleittermin gut diskutiert wird. Jetzt hast du ja schon gesprochen, was hinter den Zwischenverwendungsnachweisen steckt. Speziell da bei dem Nachweis kann man sich auch ganz entspannt wieder an die Kollegen, jetzt egal, kann man Gründerinitiative auch wenden. Auch die werden ja, ne, der Sebastian hat es ja schon gesagt, bei den Gründungsprozessen beziehungsweise Formularen und Anträgen. Und ich glaube, die Kollegen freuen sich, wenn es sich um einen ISB-Antrag handelt, weil da eben nicht so viel auszuführen ist, weder im Vorfeld noch während des Zwischenverwendungsnachweises. Welche Dokumente, Manuel, musstest du noch einreichen in der Zwischenzeit jetzt? Das war, wie gesagt, was Heinz jetzt gerade sagte, das war diese Gründungssache, dass wie heißt das nochmal, also ich habe ja als Einzelunternehmer gegründet, weil wir einfach noch nicht so ganz so weit waren als GmbH, was ich aber hätte ganz, ganz so gemacht. Und was auch folgen wird, ne? Das Ding war halt, dass die Gründung halt vor wann war das, im Juli oder so durchgeführt sein musste. Und da brauchst du, was Heinz jetzt gerade sagte, eins von diesen drei Dingern musst du da halt quasi einreichen. Dann brauchst du das Schreiben von euch, von FutureSachs, dass wir quasi das zweite Kick-off, das Wrap-up-Gespräch durchgeführt haben.
und dann brauchst du so einen kleinen Zwischenbericht. Das ist echt easy. Das ist eine Seite, was bisher geschah und was passieren wird. Weil das ist ja quasi, das Programm geht ja quasi ein Jahr. Das hat der Heinz gesagt, dass 6 Monate 1.000 Euro sind und dann auf einmal 6.000 Euro einmalig. Und für diese 6.000 Euro brauchen die quasi eine Legitimierung dafür, dass sie die auszahlen können. Und dafür ist der Sachbericht zuständig. Wir hatten ja auch schon das Thema Expertenkreis. Das ist ein Wettbewerb. Und wer am Ende in den Genuss bekommt, das positive Förderbotum zu bekommen, das entscheiden ganz wichtige Personen. Unter anderem sind dort eben auch Vertreter der Kammer oder Gründerinitiative drin. Von daher machen wir jetzt mal einen Test. Liebe Susanne, was passiert denn, wenn die Gründung nach 6 Monaten nicht erfolgt? Das wisst ihr doch am besten. Genau, wenn nach 6 Monaten das nämlich nicht der Fall ist, dann geht ihr einfach wieder zu eurem Unterstützer vor Ort. Das kann zum Beispiel die Susanne sein oder Sebastian. Und dann schaut man, der Heinz hat es zu Beginn gesagt, jetzt zum Jahresende müssen wir ein bisschen Gas geben, einfach weil er hat es für uns haushalterisch genannt. Ich übersetze es nochmal, es geht einfach um öffentliche Gelder und dort gibt es halt bestimmte Fristen, wo die ausgereicht werden müssen. Aber am Ende findet man da gemeinsame Wege und das war das, was Manuel auch gerade gesagt hat. Es gibt immer Möglichkeiten, solange es der Gründungsidee dient. Und da ist es halt zielführend, die zu fragen, die sich damit schon lange beschäftigen. Heinz, Ergänzung? Nee, eigentlich soweit nicht. Also grundsätzlich vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung dahingehend bezüglich der Auszahlung im Förderzeitraum. Also wir haben von 6 Monaten gesprochen, das ist natürlich jetzt ein idealtypischer Verlauf. Im Fall, dass beispielsweise man sagt, okay, wir brauchen jetzt noch bei einer Eintragung von der GmbH, dauert es noch einen Monat länger, wie auch immer, oder ich brauche noch einfach 2, 3 Monate länger, um da noch voranzutreiben, gibt es natürlich einen Karenzzeitraum. Wichtig ist, dass bei Investor Bonus innerhalb des Förderzeitraums gegründet wird. Dann muss nachgewiesen werden und wenn innerhalb des Förderzeitraums die Gründung erfolgt, wird ab dem Zeitpunkt der Gründung, ab Zeitpunkt des Nachweises der Gründung, dann die zweite Hälfte der Förderung ausgezahlt. Also wenn ich beispielsweise bis Monat 8 brauche, um meine Gründung vorzubereiten und dann erst die Gründung erfolgt und ich die dann nachweisen kann, dann werden erst die 6.000 Euro sozusagen für den zweiten Block der Förderung ausgezahlt. Das kann man hier nochmal ein bisschen dezidierter darstellen. Wenn ihr jetzt sozusagen sagt, okay, ich möchte nach 3 Monaten schon gründen, ist das okay, aber trotzdem ersten 6 Monate laufen dann die 1.000 Euro durch und dann ist der Gründungsnachweis erfolgt und dann wird gleich fortlaufend die 6.000 Euro ausgezahlt. So der Auszahlungsprozess. Genau, und wenn ihr merkt, egal aus welchen Gründen, Manuel hat es auch so schön gesagt, oh boah, da gibt es so viele Gedanken, die hier auf mein Geschäftsmodell wieder. Fragt bitte die Leute rechts und links um euch drumherum und das möglichst frühzeitig von Beginn an, weil auch da die Reflexion mit den Partnern aus dem Startup-Partner-Netzwerk oder eben auch anderen Gründern, je frühzeitiger man in den Austausch tritt und gemeinsam da einfach dran spricht, desto besser kann man einfach dort natürlich auch am Geschäftsmodell arbeiten und dann auch Lösungen finden, um es möglichst auch vom Finanziellen optimal zu gestalten. Jetzt hatten wir auch die Frage schon, müssen denn beide Teammitglieder im Gesellschaftervertrag eingetragen sein und Gründer und Gründerin der Unternehmer sein? Ne? Wir hatten ja, dass es eine Personenförderung ist, also es ist nicht, dass das Unternehmen, das potenzielle Unternehmen unterstützt wird, sondern die Personen, die dahinter stehen. Genau, also es ist in der Tat zur personenbezogenen Förderung. Das bedeutet, beide Personen müssen bei einem Gesellschaftsvertrag, also bei einem Gesellschaftsvertrag, beispielsweise in der GbR oder im Handelsregisterauszug als Gründer nominiert sein. Wenn nur die Person, die ihre Gründung nachweist, also ihren Schritt in die Selbstständigkeit, die der Innerstadtbonus ja im Prinzip befähigen soll oder die unterstützen soll, muss nachgewiesen werden, um überhaupt aufzuzeigen, dass die Gründung erfolgt ist. Also beide Personen, wenn es eine Teamgründung ist, müssen genannt sein. Okay, weil auch weil es bürokratiearm ist, ein Stück weit muss natürlich schon Bezug da sein und man das nachvollziehen können. Eine schöne Frage, ich sagte es ja vorhin schon, in den Genuss des Kinderzuschlags sind schon 31 Kinder gekommen sozusagen. Ich hoffe dann auch die Kinder. von daher die Frage, kann ich den Förderzeitraum Elternzeit nehmen? Was passiert dann mit der Förderung? Wir können ja wieder die Susanne fragen oder Heinz, willst du schnell? Genau.
Also es gibt die Möglichkeit, eine Unterbrechung des Förderzeitraums vorzunehmen, beispielsweise für Elternzeit. Hier ist der Hintergrund, dass die Förderung 12 Monate dauert, aber es eine Karenzzeit von 3 Monaten gibt. Also man kann maximal 3 Monate im Rahmen des Förderzeitraums nutzen, um die Förderung auszusetzen und dann in Elternzeit zu gehen. Genau, das ist dann egal, ob das Papa oder Mama sind. Und diese Karenzzeit beispielsweise kann auch für unvorhergesehene persönliche Themen oder jetzt auch, wenn Corona-bedingt Dinge sich verzögert haben. Also auch da, man versucht wirklich bei der Förderung gemeinsam mit euch zu gucken, wie man euch bestmöglich unterstützen kann und das auch am besten ausdehnen kann, soweit es möglich ist. Ja, haben wir noch Fragen? Heinz, guck mal, nee, dass ich hier noch was vergesse. Machen wir hier schön der Reihe nach. Nicht. Genau. Von daher, Manuel, fällt dir noch was ein? Es ist ja eine staatliche Förderung, um es mal beim Begriffe zu nennen. noch Anforderungen, die notwendig sind, wenn man denn zu den ausgewählten Geförderten gehört? Also Anforderungen, ich glaube einfach, man sollte authentisch sein bei dem Pitch. Man sollte, wie halt Heinz schon gesagt hat, das ist eine personenbezogene Förderung. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass die Idee gut ist und dass die Idee überzeugt. Was jetzt rein formelle Sachen sind, das müsst ihr nochmal bei den Leuten da bei Future Sachs nachfragen. Ich habe da mich einfach schlau gemacht, habe gesagt, okay, das passt. Das könnte passen und vor allem in einer Zeit, wie gesagt, wo alles drunter und drüber ging, rein Corona-mäßig, das war ja Wahnsinn. Und das ist, wie gesagt, auch wichtig für mich gewesen, dass ich da quasi eine finanzielle Absicherung hatte, dass ich da quasi an meiner Idee weiterarbeiten konnte. Aber reine formelle Sachen, das ist, wie gesagt, eine Sache vielleicht nur als Ergänzung zu der vorherigen Frage war, dass die SAB immer wieder, wenn sie was braucht, dann schreibt sie euch auch. Also das war zum Beispiel, aber ganz freundlich, die schreiben sehr, sehr nett und die schreiben dann, hey, also lieber Herr Rees, denken Sie bitte dran, 3 Monate vor Bewilligungsende, sprich meine Förderung gibt bis Februar. Ich sollte dann bis Dezember diesen Abschlussbericht schreiben. Das war noch die letzte Sache, die letzte formelle Sache, die ich noch hatte an Formalitäten, dass man noch einen Abschlussbericht schreibt. Also es gibt einen Zwischenbericht und einen Abschlussbericht, der wird sich aber auch in der Form halten. Und wie erkenne ich denn jetzt die Innostart-Bonus-Geförderten, beispielsweise auf Ihrer Homepage, lieber Manuel? Ja, die sollten eigentlich unten gefördert durch den Freistaat Sachsen haben. Ich weiß, ich habe das auch noch nicht. Ich muss es machen. Ich wollte es heute machen, damit ihr mich nicht genau wegen der Frage. Ich habe mich da auch heute erwischt gesehen. Ich muss es machen auf jeden Fall. Ich wusste es aber auch nicht bis vor gestern. Alles gut. Es geht ja nur darum, dass ihr auch schauen könnt, wenn ihr vielleicht im Rahmen vom Innostadt-Bonus den einen oder anderen einfach zum Austausch braucht, woran ihr das erkennen könnt, wenn gleich natürlich auf der Homepage die Akteure aufgeführt sind. Ne? Und am Ende soll die Gründungsförderung, da werden wir sicherlich Sebastian und Susanne auch recht geben, ja auch unterstützen, denn ihr gründet ja in der Regel doch zum ersten Mal. Es gibt einfach so viele Dinge, die auf euch einfliegen und die zu beachten sind. Da ist das natürlich auch eine Komponente, die mit eine Rolle spielt, denn egal ob es eine Exist-Forschungstransfer ist oder das begleitet einen irgendwo ein Logo oder eine Kenntlichmachung oder einen Nachweis einzunehmen. Sebastian, vielleicht nochmal eine Frage, das ist ja so für die Kammer so ein schönes Thema, was auch als Frage kam, nämlich das klassische Thema, kann ich weitere Förderungen im Förderzeitraum in Anspruch nehmen? Ich komme jetzt, also die Kammer sagt, lieber Herr Gläser, ich hätte gern ganz viele Förderungen parallel. Was ist denn da wie im Zusammenhang mit Innostart-Bonus möglich? Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schließt sich der Innostart-Bonus mit Förderungen aus, die sich primär auf den Lebensunterhalt beziehen, also Gründungszuschuss und Einstiegsgeld, die man, glaube ich, jetzt nicht parallel beantragen, weil der Innostart-Bonus ja konkret dafür gedacht ist. Bei anderen Förderprogrammen sollte sich das eigentlich nicht grundsätzlich ausschließen, wenn es jetzt in Richtung von Förderdarlehen geht oder von Zuschüssen, die man unabhängig jetzt davon beantragen kann.
Sehr gut. Ihr seht, das war die Testfrage. Die ist also bestanden. Man kann also wirklich jede Frage stellen. Aber unabhängig davon, wenn es dann im Detail und konkret ist, auch da einfach entweder mit dem Heinz Druckenbrot vielleicht auch nochmal in der Session gucken. Ich glaube, in der zweiten Session hat man das sehr intensiv. Oder eben dann in Gespräch schauen, weil man einfach individuell am besten schauen kann, was geht und was geht nicht. So, jetzt... ich habe jetzt keine weiteren Fragen, sehe die hier mehr im Chat. Ich weiß nicht, Heinz, ist dir noch was eingefallen? Ergänzend, weil das Grundsatzthema und das bitte einfach mitnehmen, die Partner, die es gibt, die Akteure, die sind alle für euch da, unterstützen euch herzlich gern. Auch die bereits bestehenden Gründer, die geben ihr Wissen unheimlich gern weiter, denn dort ist es halt einfach auch so, dass man sagt, natürlich bestimmte Sachen, und da kann man das noch dreimal theoretisch vorher erzählt bekommen, erfährt man halt am Leibe doch ein bisschen anders und weiß dann hinterher genau, was da irgendwann mal die Susanne Schübel gesagt hat oder wer auch immer. Man spürt es halt einfach anders. Aber nichtsdestotrotz traut euch das, egal wen zu fragen, da kann nichts falsch sein. Ihr hattet jetzt also die Chance noch, es ist keine Frage mehr offen, aber auch da das Bekanntliche, man hat eine Nacht drüber geschlafen, wenn es euch morgen einfällt, ist auch kein Problem. Einfach nochmal nachfassen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter, als allen jetzt einen schönen Abend am Baggersee im Final zu wünschen und uns herzlich zu bedanken bei unseren drei Referenten, die die Session 3 jetzt mitgestaltet haben. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Bis zum 27. ist ja noch knapp eine Woche. Wir haben auch schon reichlich Interessenten und Einreichungen. Von daher sind wir wieder ganz gespannt auf den nun vierten Förderaufruf, also bis 27. September dort noch die Möglichkeit nutzen. Und ja, ansonsten freuen wir uns, egal in welcher Form, aufs Wiedersehen. Sebastian Kehl hat es ja auch gesagt, es kann ja auch sein, dass man sagt, nee, meine Idee ist es am Ende doch nicht so ganz und ich gehe jetzt in den Bereich Nachfolge und schaue einfach mal, was es da gibt. Oder gehe erstmal ins Unternehmen und sage dann, bis nach 10 Jahren, nachdem ich studiert habe, jetzt mache ich meine Idee zur Wirklichkeit, dann bis da geht es zur Succeed. Also insofern auf jeden Fall an den Ideen dranbleiben, Freude und Neugier behalten. Und wir freuen uns auf Wiedersehen, sagen einen wunderschönen und wünschen einen wunderschönen Abend und sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.